Hallo meine lieben Freunde und damit natürlich herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit mir, dem Shartox. Da muss ich einmal kurz überlegen, wie das Spiel überhaupt heißt. Geil! So, wir sind hier immer noch stehen geblieben in Kuwakaku, haben gerade eine Sondermission abgeschlossen, Banditenjagd oder sowas ähnliches, haben eine verstärkte Pistole erhalten und jetzt rocken wir hier die Bude, würde ich sagen. Hast du irgendwas, das du eintauschen willst? Ich glaube nicht, aber wir können trotzdem gerne mal gucken. Ich denke, ich kann dir helfen. Was du da im Sortiment hast? Okay. Ja, ein paar Knarren. Pistolenvisier. Erhöht den Zoom-Faktor anwendbar für alle Pistolen. Goldstücke. Ja, okay, interessant. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass ich jetzt für Goldstücke noch Bergungsgut und so kaufen kann. Ich kaufe mir jetzt einfach mal das Pistolenvisier und dann hätte ich etwas, was meine allgemeine Tragekapazität erhöht. Menge herstellbarer Munition. Mehr Erfahrung von lautlosen Kills. So, haben wir gar nicht, oder? Das erhöht Pistolenmoni, das erhöht Gewehrmoni, aber so etwas, was generell mein Inventar erhöht, das ist, glaube ich, nicht so einfach möglich. Tja, sehr schade, dann muss ich jetzt erst einmal passen, würde ich sagen. Ja. Komm bald wieder. Habe ich da das richtig gesehen, dass ich noch einen Vogel gelootet habe? Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja. Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Wieso habe ich das Gefühl, dass sich diese andere Dame sich irgendwie als Schlange rausstellt? Ich weiß nicht. Ist jetzt irgendwie... Weiß ich, das überkam mich jetzt gerade einfach nur so. Kein Safe Call. Was weiß ich schon. Ich höre, wie sie in der Tiefe rufen. Die Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen. Der alten Götter. Yeah. Rechts ist ein Grab, wo sich die Zwillinge, wo die Zwillinge sich finden, die Ruinen finden, alles klar. Okay. Ich erkenne richtig, dass hier, da lang, da gibt's, da ist Mission, da ist Grab, okay, dann alles klar. Dann gehen wir natürlich erst Richtung Grab. So wie wir drauf sind, ich kann nicht reden, Hilfe, Leute. Ah, guck mal, ein Basislager. Okay, nett, cool. Jetzt nur die richtige Taste drücken und voilà. So. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Jetzt muss ich mal irgendwas kurz gucken, ja? Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Flussfalke ist ja die Waffe, die wir jetzt gerade tatsächlich bekommen haben, oder? Wenn du das Recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Warte mal, was? Willst du mir sagen, dass die Anfangswaffe in allem besser ist? Nur Schaden ist minimal schlechter als bei Flussfalke. Das ist doch das, was das Game mir gerade hier impliziert, oder? Hier habe ich aber 5 Upgrades verfügbar. Warte mal. Vielleicht ist es ja nur relativ. Ah, stimmt. Wir haben in dem ersten Jahr richtig viel reingeknallt. Ja. Stimmt. Jetzt haut die natürlich an Schaden raus. Der ist ja jetzt fast maximal. So, und schon haben wir gleich alles verbraucht, was wir verbrauchen können. Nice. Da kann ich ja gleich wieder schön Reagenzien einsammeln. Da freue ich mich ja richtig drauf. So, hier, da haben wir keine Upgrades. Messer haben wir auch noch keine Upgrades. Bogen...
7 von 8. Was brauche ich denn für das letzte? Leder. Leder mit irgendwas? Was war das Symbol nochmal? Leder und irgendwas anderes noch dazu, glaube ich. Hm. Okay. Was mit der Knarre hier? Wollen wir? Machen wir einfach, ne? So, das ist mein derzeitiges Outfit. Nehme ich irgendein Custom-Outfit oder das, was wir jetzt halt haben? Ich finde das, was wir jetzt einfach gerade equipped haben, ich finde es einfach optisch, ja, nicht so hübsch, muss ich sagen. Ich finde, das hat schon einen ganz anderen Style. Ja, irgendwie finde ich das jetzt gerade zum Beispiel ganz cool, Schattenläufer. Muss ich ehrlich gestehen. So, ich glaube, ich habe den Punkt jetzt gar nicht reingetradet, aber was soll's. Machen wir aber auch beim nächsten Mal. Also stört mich jetzt nicht großartig. Laufe ich gerade andersrum wieder? Zufällig? Stopp. Ja, müsste richtig sein. Erlegen Sie und häuten Sie Tiere um Ressourcen und Herstellung zur Ausrüstung. Okay, alles gut. Will ich ein paar Wildschweine erlegen? Könnte ein bisschen XP bringen, teilweise auch. Also, why not, is the question. So, die Frage, ob wir hier unten irgendwas finden. Sieht jetzt nicht danach aus. Nee, das ist komplett useless. Nee. Das lassen wir mal lieber. Nee. So. Einmal kurz auf Wildschweinjagd gehen. So, den haben wir erlegt. Der kommt als nächstes. Easy Snack. Okay. Ein bisschen Leder. Eine kleine Träne. Und wir haben natürlich einen Monolithen gefunden, den wir natürlich jetzt auch nochmal anquatschen werden. Ist ja klar. Ich kann den jetzt nicht einfach so ignorieren. Prozent. Dafür habe ich nicht genug Platz. Mhm. Shit. Ich bin nicht, wobei, warte, stopp. Nein. Ach, goddammit. Ich habe doch nur wieder vergessen, wie ich Munition herstelle. Damit mache ich Flammenpfeile. Ja. Und wie mache ich nochmal die anderen? Jetzt habe ich maximal. Nein. Um Himmels Willen. Nimm normale Pfeile. Nein. Ach, hier. Einfach R2 drücken. Ach, Alter. Es ist einfach nicht gesund, Tomb Raider in Abständen zu spielen. Man kommt einfach übelst auf die Controls nicht klar. Vertiefen Sie Laras Wissen, um über den Quechua-Dialekt, um den Monolithen zu entziffern. Ja, okay. Keine Chance. Noch nicht. So, Kräuter ist auch wieder voll. Ey. Sag mal, was soll ich denn machen, wenn ich full bin? Full ist full, ne? Kannst du nichts machen. Was bräuchte für das untere? Ach so, ich habe keine Träne mehr, um die andere Munition herzustellen. Okay. Was mit dem Hoppelhäschen? Wäre schon mies, wenn ich den einfach abknalle, oder? Hm. Hä? Ach, da oben. Ja, wow. Nice shot.
Was habe ich davon, wenn ich jetzt darüber schwinge? Irgendwas? Ach so, ja, nee. Ich habe nichts davon, deswegen einmal kurz zurück. So, aber von hier nochmal eben ganz kurz gucken. Ist das auch ein Verbindungsstück? Ja. Kann ich das denn hier irgendwo dran machen? Kann ich das noch verbinden? Zufällig? Ja? Ach so, aber das andere geht ab. Das habe ich mir aber fast gedacht. Hier wieder so eine Stelle, wo ich rüberspringen kann. Hier können wir zurück. Hier oben ist nichts. Na doch, ich glaube, ich kann da rüber. Jo, easy. Wo zum Geier sind wir hier überhaupt? Weit gefehlt. Ich wollte eigentlich in das Grab hinein. Und wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin gleich wieder in der Town. Richtig? Da will ich gar nicht hin. Und trotzdem gehe ich da lang. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, hier gibt es vielleicht irgendwelche tollen Schätze zum Einsammeln. Oh, okay, nee. Krypta entdeckt. Oh, tatsächlich gibt es hier noch eine Krypta. Mit einer Shotgun würden wir auch eventuell da reinkommen. Okay, schauen wir mal. Wohin führt uns das? Ein bisschen Gold muss sein. Sonst kommt das Yell von Jans allein. Geil. So, okay, das haben wir. Ach, ein Basislager. Na, das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, gucken wir mal. Jetzt Fähigkeiten. Jetzt baller ich mal definitiv aber was rein. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkten? 2 Fähigkeitspunkte, oder? Was? Ach, ich habe 5. Ah jo, okay. Nach einem Lautlos-Kill widerstehen Sie kurzzeitig Schaden durch Feinde. Stimmt, ich konnte, glaube ich, die Anzahl an Dinge, also zum Beispiel Leder, konnte ich, glaube ich, hierdurch erhöhen, oder? Wenn ich irgendwo reinskille, war das nicht dadurch zufällig? Erhalten Sie die Fähigkeit, Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln, provisorisches Messer zum Sammeln benötigt. Ah ja, sehen Sie die Herzen großer Tiere mit Überleben? Sehen Sie... Tja, also so wie letztes Mal, als ich in diesem Menü drin war, also es ist jetzt nichts hier, wo ich mir denke, boah, das ist echt Hammer, das muss ich unbedingt skillen, das ist so geil. Okay. Holen wir mal Zorn des Jaguars. So, Ausdauer, Kräutermischung reduzieren den erlittenen Schaden von feindlichen Nah- und Fernkampfangriffen. Ja, wenn ich nochmal wüsste, wie ich das Ding überhaupt nochmal triggern kann. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn sie ausweichen und dann kontern. Achso, das habe ich schon. Ach nee, das habe ich nicht. Ich muss erst das hier. Ah, reduziert ihr den Schaden von tiefen Stürzen, drücken Sie Kreis beim Aufprall, um zu rollen und keinen Schaden zu erleiden. Achso, ah ja, okay, cool. So, und anschließend noch Täuschung des Pumas. Und kontern Sie mit Y, also mit Dreieck. Habe ich mir fast gedacht. So, warum ist das jetzt eigentlich hier so als Rufzeichen gerade? Okay, weiß auch kein Mensch. Sehr gut. So, das Ding haben wir gerade angetouched mit einem großen Fragezeichen. Haben wir nicht. Ja, nice. 40%! Tja, ob wir es schaffen, das Ding auf 100 zu pushen? Wir werden sehen.
Sehr gut. So, hier sind wir gerade lang gegangen. Jetzt muss ich gerade gucken, wo bin ich denn jetzt gerade die falsche Route gegangen? So, das war, glaube ich, das, was wir noch nicht entziffern konnten da drüben. Den Monolithen, richtig? Genau. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Und hier geht's, glaube ich, Richtung Grab. Herausforderungsgrab. Moment. Hm? Wo sind sie hin? Fuck. Und wie mache ich nochmal den Energy Mode an? Wie trigger ich den nochmal? Weiß das noch jemand von euch? Ihr bestimmt. Ich weiß es nur nicht. Wie? Ach, da. Wenn ich L1 gedrückt halte, öffnet sich dieses Menü hier. Und Dreieck war das da, ne? Ah ja, okay. Mhm. Dafür habe ich nicht genug Platz. Mhm, merk schon, keine Mushrooms. So, heilen brauche ich auch noch nicht. Energy ist auch noch aktiv jetzt gerade, just in diesem Moment. Aber sieht optisch eigentlich ganz nice aus hier. Fehlende Ausrüstung, Seilaufstiegswerkzeug erforderlich. Das ist schade. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier gleich wieder nicht weiterkommen. So, das hat mir jetzt wieder was eröffnet? Überlebensversteck. Echt? Wofür war das da? Dieses Überlebensversteck? Help? Wie geht's denn jetzt hier weiter? Bruh! Okay, ist alles gut. Mal kurz tauchen. Ah ja, guck mal, da haben wir auch gleich noch ein bisschen Bergungsgut. Hat sich also schon mal gelohnt, einfach mal hier unten vorbeizuschauen. Ja, okay. Da sind wir so langsam in den kritischen Bereich reingerutscht, wo Lara keine Luft mehr kriegt. Uiuiui, das sieht aber ganz schön gefährlich aus. Oh, wie praktisch. Ich kann einfach links entlang gehen. Jetzt nur nicht nach rechts einfach da reinlaufen. Dann wäre alles wasted. Huch! Hä? Was hast du denn jetzt für Anfälle? Was war denn das? Ach so, das ist rutschig da. Sieht aber verdammt witzig aus. Lol. Sorry, also ich bin ja einfach Freund von sowas, ne? Wenn ich sowas sehe. Lol! 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 Ach! Ach! Wie, ich bin nicht tot! Ach doch, bin ich wohl. Ach lol. Hä? Okay. Oh, dein Grasse. Oh, Junge. Das war ja echt eine nice Aktion gerade von mir, muss ich wirklich sagen. Eins top-notch Gameplay. Weißt du, gerade schön die Falle hier avoided, dass ich nicht krepiere. Ja, und dann erstmal Faxen machen an der nächsten Stelle, wo man rumglitschen kann. Und der Charakter ist einfach so krass geslidet,
dass ich, weiß ich nicht, also, dass ich gerade nicht mal die Möglichkeit hatte, nach einem Sprung mich da hinten dran zu hängen oder wie auch immer. Das wird jetzt bestimmt anders sein. Ja, jetzt, guck mal, jetzt bin ich ja 10 Kilometer in die Luft geflogen. Jetzt gerade eben, da ist er hier, ist sie einfach hier runtergerutscht. Oh Mann, ey. Aber ist schon echt cool, muss ich schon sagen. Also ist schon echt eine coole Höhle. So, wie schwinge ich jetzt nochmal? Ach so, oh ja. Wart ihr im echten Leben eigentlich auch schon mal in der Tropfsteinhöhle? Ist eigentlich ganz nice. Ich war auch schon mal da. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Wo war ich das letzte Mal in meinem Leben in der Tropfsteinhöhle? Ich überlege gerade, ob das Ägypten oder Türkei war. Ich weiß, es ist vielleicht weird, dass es entweder das oder das war, aber irgendwie kann ich mich gerade nicht mehr so gut daran erinnern. Ja, okay, und jetzt? Muss ich weiter runter? Hier höre ich auf jeden Fall nette Geräusche von netten Tierchen. Muss ich hier mich vielleicht. Ne, hier geht gar nichts runter. Hä, bin ich jetzt irgendwie komplett lost? Es ist offensichtlich, Leute. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und da muss ich runter. Lol, ich kann mich nicht zufällig noch weiter runterrollen. Ach, warte mal, ist oder? Nee, auch nicht. Ah, super. Hallihallo, meine lieben Freunde. Hallo, Freunde. Hallo. Du, 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 du. Okay. Okay, das Game saved hier. Also muss. Ah, warte mal. Ich muss bestimmt hier einfach nur dran springen, oder? Wow. Oh mein Gott. Ah, ich hab's nicht gesehen. Ich bin ganz ehrlich, ich hab's einfach nicht gesehen. Und dadurch, dass Lara, als ich da zur Kante gegangen bin, sich auch da nicht runterhangelt, sondern. Ich das Gefühl hatte, da wäre eine unsichtbare Wand, habe ich noch viel weniger gedacht, dass ich da lang könnte. So, jetzt kommen doch aber auch die Doggos, oder nicht? Nicht? Okay. Muss ja mal einer verstehen hier. Das Öl muss durchsickern. Hallo, jemand da? Oh mein Gott, Alter! Erschreck mich einfach zu Tode, du Missgeburt! Alter! Junge, was soll denn das jetzt? Alter! Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Ah, gut, herrlich, meine Damen und Herren. Herrlich, herrlich, ist gefährlich. Gut, ich würde sagen, dann machen wir in dieser Stelle jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in aller Frische wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal einen Kommentar da lassen. Das wäre super awesome! Oh yeah, baby! Oh yeah! Genau.